Moin zusammen und herzlich willkommen zum nächsten Part von Craft Attack 5, meine lieben Freunde. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Bevor es losgeht, möchte ich ganz kurz erwähnen, dass es heute einen großen Open-End-Livestream gibt. Ja, normalerweise finden die immer um 10 Uhr so circa statt, aber heute bin ich was später dran, da ich letzte Nacht sehr lange wach war und viel für Minecraft Legend gemacht habe, denn momentan geht es da auch richtig zur Sache auf dem Server. Es kommen jeden Tag richtig viele neue Spieler dazu und der Server ist echt gerade mega krass am Wachsen. Und wir möchten natürlich auch weiterhin unsere Qualität bewahren. Das heißt, dass wir weiterhin ordentlich Content raushauen, dass die Performance stimmt. Das hat man nämlich direkt als allererstes gemerkt, dass ein paar Spieler mehr da sind. Und da sind wir jetzt gerade sehr aktiv. Und deswegen, an der Stelle einfach dicke Sorry, dass heute alles so ein bisschen verspätet kam. Dann möchte ich ganz kurz noch was erwähnen. Es fragen immer noch Leute in den Kommentaren, was mit Shadow of War oder Ark ist. Und ich würde einfach an der Stelle sagen, ich gucke, dass ich mal da ein gesonderten Video morgen oder am... Ja, ich glaube, ich gucke, dass ich morgen ein gesonderten Video nochmal dazu hochlade, wo ich die ganze Thematik mal anspreche mit Ark, Shadow of War und allen anderen, was ich hier gespielt habe auf dem Kanal, damit die Leute auch Bescheid wissen, was jetzt mit den Videos ist. Ich werde dann in Kürze auch wieder mit loslegen, aber ich werde morgen trotzdem ein Video raushauen, warum diese Pause ist, war... Oder wie lange die noch sein wird, ja? Da werde ich dann zu was sagen und dann schauen wir mal. So, jetzt müssen wir erstmal kurz gucken. Ja, hier haben wir eine Kiste, da können wir auf jeden Fall ordentlich Kram reinpacken. Ich habe die Fischfarm, die AFK-Fischfarm abgerissen, wie ich es ja auch schon angekündigt hatte. Ich werde die nicht mehr brauchen hier im Moment. Und deswegen macht es nicht so viel Sinn, die da stehen zu lassen, denn hier möchte ich gerne was hinbauen. Da werde ich vielleicht heute im Open-End-Livestream auch schon mit beginnen, mit euch, ja? Das alles hier aufzubauen, weil hier soll nämlich... der Eingangsbereich, also vor meinem Haus, also in den Berg reinkommen, ja. Also der Eingangsbereich vom Haus in den Berg, der soll hier hinkommen. Und da müssen wir gucken, dass wir das alles wirklich schön verbaut kriegen. Und ich muss auch mal gucken, wie ich mit meinem Haus das noch alles mache, dass das noch schicker aussieht. Da werde ich mir auch noch ein bisschen was einfallen lassen müssen für. Was ich jetzt aber zuallererst einmal brauche, ist Kisten oder Holz. Wir brauchen Holz oder Kisten, eins von beiden. Dann müssen wir mal gucken, ob wir hier ordentlich irgendwo was finden. Hier haben wir 46 Holz. Diese Lederstiefel, die kann ich wegschmeißen. So, dann machen wir hier raus erstmal ein paar Kisten. So, zack. Ja, da haben wir jetzt nochmal 11 Stück, was auch sehr schön ist. Die können wir dann hier aufbauen. So. Und dann haben wir hier mehr als genug Platz. Da kann ich hier erstmal wieder ordentlich Zeug reinballern, was ich nicht mehr brauche. Oh ja, da würde ich mal sagen, tut mir wirklich leid für dich, Revi. Nicht an der Stelle, ne? Also, es tut mir wirklich nicht leid, dass er jetzt gerade gestorben ist. So, zack, dann packen wir den Kram mal da rein, das packen wir da rein, das packen wir da rein. So, dann kommt das dahin, dann kommt das wieder hier rein. Ja, Fackel habe ich in der Hand, die setzen wir da mal direkt dahin, dann essen wir mal ganz kurz was. Und dann werden wir uns schon mal drum kümmern, dass wir hier beginnen mit dem Vorbau, also wo ich quasi ja alles hier hinbauen will. Ja, ich habe jetzt die schöne, supergeile Zilk-Touch-Spitzhacke, die auch alle Blöcke, so wie sie sind, übernimmt. Oh ja, den müssen wir jetzt hier vorsichtig, da müssen wir vorsichtig sein. Den müssen wir dann erstmal so lassen, wie er ist, den Lorenaufzug, wenn ich den hier schon habe, ne? Ich will ja nicht, dass der irgendwie verloren geht. Der Lorenaufzug soll nicht verloren gehen. So, ich bin aber auch heute wieder voll in Witzlaune. Zack, dann bauen wir das mal ab hier. So, und dann gehen wir mal hin mit der Spitzhacke und hauen das hier ab. Also ihr habt mir auf jeden Fall richtig viele Vorschläge eingeschickt, ja. Was ich alles so in meinem Haus bauen soll. Da sind richtig viele Ideen von euch gekommen. Was ich schon mal mega cool finde. Aber ich habe auch selber noch sehr viele geile Ideen, was wir hier alles so bauen könnten noch in dem Haus bei mir. Und da werden wir mal schauen, was wir da so umgesetzt kriegen. Zuallererst einmal müssen wir jetzt hier gucken, dass wir hier alles wieder ein bisschen ordentlicher machen. Dass das hier auch wieder alles... schöner ist, ne, und vernünftiger und all so ein Kram, damit man hier auch wieder vernünftig was hinbauen kann. So, und dann sollte ich auch mal gleich gucken, dass ich meine Kühe eben vielleicht mal fütter, ne, die müssen ja auch immer regelmäßig gefüttert werden, damit wir da auch mehr als genug Ernährung oder Nahrung rausbekommen. So, ja, erstmal schön hier lang so, zack, 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 zack. Sehr schön. Und wer Bock hat, kann natürlich gerne auch zum Livestream dann gleich einschalten. Also wenn das Video online ist, bin ich safe schon am Stream. Das kann ich euch sagen. Großer Open-End-Livestream. Ich werde sehr viel Minecraft Legends spielen. Das kann ich jetzt schon mal vorher prophezeien. Ja, also es wird sehr viel Minecraft Legend geben. Auch wenn das vielleicht der ein oder andere von euch nicht so gerne sehen möchte. Es ist halt ein Großteil meines Kanals oder... es macht einen Großteil meines Kanals aus, seit über knapp 3 Jahren mittlerweile, dass ich Minecraft Legend halt bringe. Weil das ist halt so ein bisschen auch ein Projekt gewesen, was ich damals erschaffen habe oder jetzt der Server,
den ich erschaffen habe. Und natürlich bringe ich das auch aktiv. Ne? Das muss halt jedem klar sein, der bei mir zuschaut, dass ich auch Minecraft Legend aktiv bringe. Und ich hatte ja auch gesagt, dass ich streammäßig Craft Attack ein bisschen zurückschraube. Ich kann ja mal in dem Video, weil das ist ja jetzt hier direkt Craft Attack, auch ein bisschen erklären, wieso das so ist, dass ich so wenig Craft Attack bringe. Das Ding ist halt einfach, und das werdet ihr direkt rapide gemerkt haben, in dieser Staffel ist das bei mir ganz anders als in den vorherigen. Es kommt einfach viel weniger Craft Attack, als man sonst gewohnt ist von mir. Und das liegt einfach daran, ich möchte einfach keine Community haben, die nur wegen einem Spiel da ist, ja? Klar, ich weiß jetzt schon, wenn ich Legend nicht bringen würde und irgendwas anderes, dann wären noch weniger Leute da. Ja, darüber bin ich mir bewusst. Ja, wenn ich hier Multigaming weitermache, dann werden es auf jeden Fall deutlich weniger Leute nochmal. Aber genau das ist der springende Punkt. Ich möchte keine Community mehr haben, die nur wegen einem Spiel da ist. Das Problem ist halt einfach, und da muss man auch ein bisschen so diesen geschäftlichen Aspekt im Hinterkopf haben. Was ist denn, wenn mir mal Minecraft so langweilig wird, dass ich über ein, zwei Jahre gar keine Lust mehr auf das Spiel habe? Was mache ich dann? Dann habe ich ja quasi niemanden mehr, weil die Leute nur noch Minecraft bei mir sehen wollen. Und das ist der Sinn und Zweck der ganzen Sache. Ich möchte keine Only-Minecraft-Community. Ich möchte mir gerne im Bereich Multigaming etwas aufbauen, was ja auch, denke ich mal, eine absolut vernünftige Sache ist. Ne? Also, wie gesagt, nicht irgendwie negativ auffassen oder so. Das ist jetzt auch nicht von mir irgendwie traurig oder böse gemeint. Ne? Aber es ist ja eine ganz normale Sache. Wenn ich sage so, hey, ich möchte mir gerne im Bereich Multigaming was aufbauen, ist das ja auch völlig in Ordnung. Und verständlich, denke ich mal, für die meisten von euch, die sagen, yo, Kevin, finde ich eine ganz geile Sache. Man merkt auf jeden Fall, dass ich im Bereich Ark auch schon eine ziemlich starke Community mittlerweile habe. Weil da wird ja jetzt gerade auch richtig auf die Barrikaden gegangen, weil nicht mehr täglich Ark kommt momentan. Aber woran das liegt, da mache ich nochmal ein Video extra für. Wer es unbedingt jetzt wissen will, der muss sich dann halt ein bisschen die älteren Craft Attack Folgen angucken. Ich glaube, da, wo ich die OP-Rüstung gemacht hatte oder so, da hatte ich das, glaube ich, erzählt schon mal, was genau los ist, warum diese ganzen Videos nicht mehr kommen. Ich möchte das halt nur nicht immer wieder hier in Craft Attack thematisieren, weil die Leute, die die Videos gucken, die sagen dann auch irgendwann, ey Kevin, du hast das jetzt schon 5 Videos lang angesprochen. Wenn du das jetzt weitere 10 Videos ansprichst, dann wissen wir es bald alle auswendig. Und das wollen wir ja nicht. Ne? Ich will euch ja auch nicht auf den Geist damit gehen. Deswegen, also wer das unbedingt jetzt schon wissen will, muss das ältere Video schauen. Ansonsten lade ich mal morgen ein gesondertes Video extra hoch. Dann schreibe ich da rein, wieso kaum noch Videos kommen oder so. Und erkläre dort die Thematik, was genau mein Problem ist. Also ich kann nur so viel noch sagen. Ich bin mittlerweile schon etwas motivierter, aber genau das ist das Problem. Ich habe Angst, wieder mit YouTube aktiv anzufangen, weil ich Angst habe, dass mich das wieder runterziehen wird nachher, wenn es dann nicht funktioniert. Und deswegen, da bin ich jetzt momentan so an einem Punkt, wo ich mich entscheiden muss und wo ich mich noch nicht entscheiden möchte, weil ich Angst habe, demotiviert zu werden. Ich will das nicht. So, jetzt müssen wir mal ganz kurz gucken. Haben wir hier noch irgendwo Diorit? Polierten? Das kann doch nicht wahr sein, dass ich keinen polierten Diorit habe. Hier haben wir Diorit schon mal. Den können wir gleich noch polieren. Ja, hier haben wir polierten Diorit. Das ist schon mal gut. Den packen wir hier rein. Sehr schön. Haben wir hier noch irgendwo was? Nee, ne? Nein, nein, nein. Da ist überall nichts. Gar nichts. Mist. Sehr schön. Dann nehmen wir das mal hier mit. So, zack. Dann machen wir hier den, so, so, zack. Und dann machen wir hier erstmal unseren Eingangsbereich, genau. Den will ich ein bisschen mit Diorit auskleiden. So, und dann kommt man hier rein. Ah, und hier soll dann quasi der Weg sein, womit man dann in die ganzen verschiedenen Sachen kommt. Da müssen wir jetzt nur mal kurz gucken. Alleine das mittlere Stück verbraucht ja schon 3 Plätze für den Aufzug, ne? So, dann werden wir hier wahrscheinlich so einen Aufzug ja hinbauen müssen. So, und dann würde ich sagen, gehen wir mal 1, 2, 3, 4. Ich würde sagen, 5 auf jeder Seite. Das sollte passen. 5 auf jeder Seite, da habe ich genug Platz. Ja, hier ist das ja schon so gut wie fertig. So, dann haben wir hier einen richtig schönen, schicken Eingangsbereich. Den können wir jetzt erstmal hier schön ausbauen und umbauen gleich. Das werde ich jetzt auch direkt erstmal machen. Das heißt, wir bauen hier den ab, bauen den ab. Ah, okay, das geht jetzt gerade nicht. Warum auch immer, ich glaube, weil... So, zack. Oh, ja, da müssen wir jetzt hier ganz kurz einmal so machen. Dann nehmen wir wieder die Spitzhacke in die Hand. Dann bauen wir den dahin, genau. Kommt der dahin. Und der kommt hier hin. Sehr schön. So, und dann können wir nämlich jetzt hier den Eingangsbereich erstmal schön bauen.
Und man sieht schon, es nimmt langsam Form an, Leute. Ich werde Stück für Stück immer den Berg erweitern und fange trotzdem schon an, jetzt Sachen reinzubauen. Weil wenn ich erst sage, ich mache den ganzen Berg kahl, ja, und hau mir hier alles so zurecht, dass ich hier genug Platz habe, um hier alles reinzubauen und so, dann bin ich damit Zehntausende von Stunden beschäftigt und am Ende demotiviert. Und dann habe ich den ganzen Berg quasi ausgehöhlt, habe aber dann gar keinen Bock mehr zu bauen, ne? Und deswegen fange ich lieber jetzt schon an und baue mir dann auch Sachen ein, die das mir alles später noch ein bisschen leichter und angenehmer machen werden, als dass ich dann da mit so einer Problematik dann stehe. So, jetzt müssen wir erstmal kurz gucken, dass wir hier kurz den ganzen Krempel, ja genau, den müssen wir nämlich wieder einsammeln hier, so. Und dann machen wir so und so und so und dann werden wir jetzt erstmal schön hier, na, komm schon, so, zack, zack, alles hinsetzen, genau. Sehr schön und das sieht ja schon mal gut aus. Hier haben wir auf jeden Fall schon mal einen perfekten Anfang. Ja, und dann will ich hier quasi beginnen, die Farmen zu bauen. Da müssen wir nur mal schauen. Ich bin am Überlegen, ob wir die Gänge nicht sogar so breit machen, dass sie hier mit den Fenstern übereinstimmen, was natürlich eine sehr gute Sache wäre. Weil dann könnte man hier, wobei ich könnte ja hier die Glasfenster so mittig auch rüberziehen, ne, dann später. Müsste eigentlich auch gut passen. Müsste ich mal überlegen, ob ich das irgendwie vielleicht machen werde. Weil ich will ja hier Glas reinsetzen. Dann könnte ich machen, dass hier in der Mitte so eine Art Bruch ist. Das passt sogar perfekt. Drei auf der Seite, drei auf der, ja. Da könnte ich sagen, dass ich hier so eine Art kleinen Bruch reinmache. Dann geht das so zack, zack. Genau. So, zack. Und dann geht hier das quasi so lang, das Glasfenster. Ja, Mann, dann geht das so in den Berg rein. Das wäre mega cool, glaube ich. Genau. Und dann baue ich hier dann so eine Tür und dann geht es hier rein und dann sind hier die Farben schon und alles. Ja, kriegen wir schon irgendwie schick hin. Also wenn ihr da auch Ideen oder Vorschläge habt, schreibt mir das gerne ruhig in die Kommentare. Gar kein Problem. Müssen nur mal kurz gucken. Haben wir noch von diesem schwarzen Glas welches? Nee, haben wir nicht. Das ist nämlich auch das nächste Thema. Ich muss mir ein riesen Lager bauen, Leute. Und ich werde mir ein riesen Lager bauen. Oh, nice. Ja, hier haben wir auf jeden Fall ordentlich nochmal schwarzes Glas. Das kann ich jetzt mal benutzen, um euch schon mal zu demonstrieren, wie ich das Ganze meine. Also hier kommt quasi eine Scheibe hin. So, ne? So, zack, 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 zack. So, zack, 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 zack. Genau, und dann geht's hier direkt so weiter. Das sieht richtig cool aus. Das kann man so mega cool machen. Ja, dann kann man nachher nämlich hier dann so durchgehen, ne? Und dann ist das alles schick und schön und toll und tritratrullala. Und passt perfekt. Und wir haben dann hier, oh, Moment, wir haben dann hier perfekt unseren Durchgang und können das alles richtig schön schick bauen hier, ja, müssen wir mal schauen, ne, wie das am Ende dann final sein wird, aber finde ich eigentlich schon eine sehr geile Idee und ich will ja auch schön modern bauen. Ich muss auf jeden Fall mal gucken, dass ich viel mehr Holz noch benutze, weil hier ist zu viel Stein einfach. Ja, ich muss schauen, dass ich diese Villa mehr mit Holz mache und all so ein Kram, dass das schöner wird. Und dann werden wir schon sehen, wo es hingeht, ne? Ich bedanke mich auf jeden Fall, Leute, dass ihr zugeschaut habt. Hoffe, dass euch die Folge gefallen hat. Und sorry, dass er heute ein bisschen später kommt. Ich habe einfach letzte Nacht zu lange gemacht, was mal passieren kann. Und morgen kommt das Video, wo ich dann auch erkläre, wieso der ganze andere Kram nicht kommt, damit die Leute das Final mitkriegen. Und wer danach noch fragt, dann kann ich leider nicht mehr helfen. Die müssen wir dann ignorieren, die Menschen. Die haben dann Pech gehabt, weil, ne? Mehr kann man ja auch nicht machen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich wie immer über eine positive Bewertung, genauso auch über euer Feedback in den Kommentaren freuen. Und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.